Paradies zu Bar ist nur noch eine Bushaltestelle. An der Landhausstrasse hat es kein Landhaus mehr. An der Asylstrasse hat es kein Asyl mehr. An der Mühlegasse hat es keine Mühle mehr. Und am Rosentalweg habe ich noch nie ein Rosental gesehen. Viele zu Bar wissen nicht, auch aus Hotzen sind einmal Flüchtlinge gewesen. Reformationsflüchtlinge im 16. Jahrhundert. Wenn die Hotzen heute also Flüchtlinge beherbergen bei ihnen bei der Obermühle, dann ist das historisch gesehen nur völlig konsequent. Die Beizen zu Bar heissen nicht mehr einfach Falkensterne oder Ochsen, sondern Hello World, Sunshine, Hong Kong Dragon, La Strada, Capiccia, Sport Inn, La Dolce Vita, Relax, Royal Siam, Siesta, Testa Rossa, Bar City, Peñarol, McDonald's. Da ist man gerade noch froh ums Meier Riesli und um die Barbar. Ein berühmtester Bar, Hans Waldmann, hat den Kopf abgeschlagen. Die berühmteste Barerin, die Olympiasiegerin Brigitte Mann-Huber, war getobt. Die Bar hat es darum lieber nicht so mit Prominenz. Ich glaube, das muss sich der Aschi auch bald merken.